Am 3. September 2016 und eigentlich auch davor schon habe ich eine öffentliche Herausforderung an die Terrorbefürworter vom IS und anderen gestellt. Mit einer Frage. Diese Frage war: Was haben diese ganzen Terroranschläge gebracht? Wie zum Beispiel der Anschlag in Nizza, wie zum Beispiel der Anschlag in Paris, wie zum Beispiel der Anschlag in Berlin. Und bis heute habe ich keine Antwort bekommen. Bis heute. Bis heute konnte mir keiner sagen, welchen Sinn das hatte. Das Einzige, was es gebracht hat, ist Schaden für die Muslime. Ja, der Anschlag in Paris, und ich habe schon ein halbes Jahr vorher davor so etwas gewarnt, oder ein Jahr vorher sogar, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, was ist danach passiert? Danach war der Flugzeugträger Charles de Gaulle im Mittelmeer. Und es wurden Raketen geschossen. Und dann wurden Babys in die Kamera gezeigt. Das heißt, diese Anschläge haben absolut nichts gebracht. Aber hier ist nochmal meine Herausforderung an Leute, die mit so etwas sympathisieren. Schreibt mir hier rein, was diese Anschläge gebracht haben. Und wenn ihr keine Antwort darauf habt, dann müsst euch langsam klar sein, dass wir keine Schleimer sind, sondern dass eure Führer Geisteskranke sind, von denen man Abstand nehmen sollte.